Herzlich willkommen zu einem weiteren Gehege-Update von eurer Miyuki, und zwar im Juli. Hallo Miyuki-Mies, hallo Zuschauer und Leute, die gerade hier eingeschaltet haben, Hamsterbegeisterte und Co. Halli, Hallöche. Im Nebengehege findet sich hier auch mein neuer Teddy-Hamster zurecht, das ist der Twinkie. Den habe ich ja schon in einem Vorstellungsvideo vorgestellt, kurzermaßen. Da gibt es auch noch zum Gehege weitere Infos und über ihn selber in den nächsten Videos. Wollte ich hier nur mal als kleine Nebeninfo einblenden. Zurück zu Zeldas Gehege, um eure neugierigen Fragen des Modells einfach mal wieder auf die Schliche zu kommen. Das ist das BDBK von Kleintiervilla. Man findet mich auch auf der Website von Kleintiervilla, also da ist auch das Video verlinkt. Ich kann es immer nur mal wieder sagen, was für ein Gehege das hier ist und worum es sich handelt. Warum ich gerade so leise rede, ist halt, weil wir, ich glaube, 1 Uhr nachts haben oder sowas. Und ich möchte jetzt ungern meine Eltern wecken, weil die ja nebenan schlafen und ich jetzt hier nicht so laut schreien möchte. Und ich denke, das wäre aber eigentlich in Ordnung. Wir können es ja auch mal ein bisschen ruhiger angehen. Würde ich mal sagen, legen wir los. Was aktiven Zuschauern eigentlich sofort auffallen sollte, ist, dass ich neues Einstreu habe. Also, dass ich eigentlich zum Alten wieder gewechselt habe. Das, was wir hier sehen, das ist normales Kleintierstreu. Ich habe nicht im Internet bestellt. Ich habe momentan sehr große Schwierigkeit mit meinem Payboy-Konto zu bezahlen und sonstiges. Deswegen mache ich das momentan nicht. Da musste ich leider zur nächsten Zoohandlung bei uns fahren, also Zoofachgeschäft, und musste da was kaufen. Das ist jetzt hier normales Kleintierstreu, wie man es kennt. Davor hatte ich dieses Hanfstreu, das habe ich bei dem Teddy-Hamster drin, wegen dem Fell. Ich war bei dem Streu überhaupt nicht zufrieden. Ich weiß nicht, in Verbindung mit einem Holzgehege finde ich, es hat irgendwie, also das Streu stinkt nicht, aber das Hanfstreu da drin stinkt irgendwie, und ich glaube, der Zelda hat es auch nicht so gut gefallen. Und deswegen bin ich jetzt hier drauf wieder umgestiegen. Normalerweise nehme ich immer Chipsy, aber wie gesagt, ich konnte es halt nicht bestellen. Und jetzt habe ich eben halt eine Eigenmarke hier genommen. Müsste aber vorübergehend eigentlich super funktionieren. Oh, hallo Schatzi, bist du wach? Wir sehen in die verschlafenen Augen eines Hamsters, der nichts lieber machen würde, als nicht auf meine Hand zu kommen. Das ist ja mal sagenhaft hier. Wow. Vielleicht ist die kleine Omi einfach nur zu verschlafen oder leckt meine Hand ab und ist einfach nur süß und niedlich und denkst du, was machst du da? Naja, auf jeden Fall haben wir hier in der unteren Etage das Getsu Wohnlabyrinth, was sie auch bewohnt. Also sie hat da drin, ich weiß gar nicht, ob sie da gerade unten, ne? Wenn wir das jetzt hier aufmachen, hat sie da ihre ganzen Kammern drin und den Rest an Nistmaterial. Hier haben wir von Kerbel die Grasröhre, wo ich mir gesagt habe, da könnte ich jetzt 2 von verwenden. Die andere ist in Twinkies Gehege. Das werde ich aber auch noch alles aktualisieren. Das hat hier einen kleineren Durchmesser. Da passt die Zelda auch noch gerade so rein. Weil ich finde immer, die Röhren sind extrem klein, auch beim Hamster-Zubehör. Bei Mäusen geht es ja noch, weil die da sehr gelenkig rein können. Aber bei Hamstern ist es wieder eine Sache mit den Backentaschen. Hier sind so ein paar Reste von vom Wiesenheu, was die Zelda eigentlich total gerne für ihren Nestbau nimmt. Aber jeder Hamster ist da anders. Zu Twinkie könnte ich auch wieder was erzählen und zu Hachiko eigentlich immer. Der Hachiko hat er nämlich damals überhaupt nicht angenommen. Also der lag da rum und verrottete, ne? Und der Twinkie ist dagegen, der frisst das auch selber auf und zieht das in sein Nest rein. Und Zelda macht genau das Gleiche. Also von daher müsst ihr jetzt selber gucken, was euer Hamster da am liebsten mag. Hier hinten haben wir das Sandbad, was Zelda nie benutzt. Ich habe hier auch einmal ein riesen Sandbad hin, jetzt wirklich ein ganz großes. Das habe ich dann auf einer Ebene, also hier drauf habe ich das dann gestellt, damit es zum Kühlen dann ausreicht. Hier die ganze Fläche voller Sand, meint ihr, die hat er benutzt? Nö, überhaupt nicht. Ja, und ich kann machen, was ich will. Also dieser Hamster will einfach nicht, auch im Freilauf, wenn ihr da ihr großes Sandbad, auch nicht. Also die ist echt schlampig, wirklich, das ist der schlampigste Hamster, den ich kenne. Also, ist jetzt nicht böse gemeint, aber die hat es einfach nicht mit der Fellpflege. Der ist das so egal. Die ist wahrscheinlich so eingebildet und denkt, dass sie fantastisch aussieht, dass sie das überhaupt nicht braucht. Da oben ist eine meiner Weidenbrücken. Auch noch mit der, die hier festgelämmt ist, wie in meinem allerersten Video. Und ich kann ja mal zeigen, hier, dass die auch schon ganz schön gelitten hat. Also, Zelda knabbert jetzt nicht so extrem viel, aber das sieht man immer im Holzzubehör, dass sie doch knabbert. Weil viele meinen ja, die Hamster würden Plastikzubehör nicht anknabbern, aber die knabbern auch Holzzubehör an, weil sie ja den Unterschied nicht kennen und weil sie halt auch alles mit ihren Zähnen erforschen und weil sie halt Nagetiere sind. Also deswegen kann ich auch nur sagen, das Laufrad hier hat auch ganz schön hinten gelitten. Da hat es hier komplett angenagt und da ist es auch komplett angefressen. Also von daher
würde ich mal sagen, kein Plastik, wie immer, lasst es einfach aus eurem Gehege, das gehört da nicht hin. Dort ist das niedliche Ecklo, hier haben wir meine Mini-Kokosnuss, die ist auch wirklich nur so groß, dass, oh, der Hamster hat da was gehamstert, die ist auch wirklich nur so groß, dass da ein Zwerghamster reinpasst. Ich glaube, da würden auch noch Farbmäuse reinpassen. Jetzt hat mein Bein geknackt. Auf jeden Fall geht das für einen Goldhamster nicht so viel zu klein. Die kriegt ihr aber in verschiedenen Größen. Und das ist auch also eine richtige Kokosnuss. War das mal hier auch mit so einem Löchlein. Kriegt man eigentlich in jeder Zuhandlung. Dann haben wir hier so einen Knabberholzstab. Ich weiß nicht, was für eine Baumart das jetzt ist. Das habe ich von der Miri gekriegt. Hatten ihren Chinchillas mal gehört. Die haben das auch gefressen. Und ich darf sagen, die Zelda frisst das auch. Ich hätte nie gedacht, dass die Zelda das frisst. Ja, und der Hachiko hat damals auch noch schon welche hiervon gekriegt und der hat die auch gefressen. Also die nagen das hier komplett ab. Jetzt sehen wir das. Das ist natürlich jetzt nicht so vollkommen abgenagt, wie es eigentlich nach ein paar Tagen wäre. Das habe ich, glaube ich, gestern oder so hier reingetan. Aber ja, das macht sie wirklich und ich bin überrascht positiv, weil sie das auch machen. Ich hätte damit nicht gerechnet, weil die Dinger knabbert sie jetzt hier auch nicht an, aber die sind auch hier wirklich fest. Da kann ich machen, was ich will. Gehen wir dann weiter. Dann haben wir hier eine Zelda. Komm mal her. Komm mal her. Schwupp. So. Haben wir hier eine Zelda. Und ach, ich immer komme ich hier dran. Jedes Mal bei jedem Gehege-Update. Das tut mir leid. Hier haben wir eine süße Zelda, die total niedlich ist und die wir jetzt begrüßen. Hallo. Ich habe nichts in meiner Hand. Hier ist ein Living World Hillside-Häuschen. Ich finde immer noch, dass es aussieht wie ein Hobbit-Häuschen. Super süß. Habe ich jetzt einfach reingetan, weil ich wollte euch nicht nochmal die Erdbeere antun, weil die hatte ich jetzt schon letztes Mal drin und auch als Thumbnail fand ich jetzt irgendwie süßer. Das ist ja auch aus Keramik. Ihr könnt übrigens bei einer Verlosung von mir mitmachen. Ich muss so leise sprechen. Tut mir leid, ich kann nichts wirklich super betonen, aber vielleicht beruhigt euch ja meine Stimme jetzt so einladend. Sie geht da auch gerne rein, was Zelda unheimlich gerne macht. Sie gräbt hier den gesamten Streuinhalt raus und legt sich dann ins Häuschen rein. Das macht sie. Und sie quetscht sich auch immer nochmal dahinter ein, nochmal zusätzlich. Das ist wirklich interessant, was die kleine Omi hier macht. Ich habe nichts, Mann. Und hier hinten haben wir dann eine der J.R. von Grandis Farmies Blütenkräuter-Dinger. Das war jetzt ein sehr langer Name, ihr wisst das. Ich kann eben halt hier oben nur was reinklemmen. Das ist jetzt nicht so tragisch, aber woanders halt nicht, weil sonst erreicht der Hamster das wegen der Höhe hier nicht. Das ist ja hier viel zu hoch. Und ja, das kann ich dann hier immer schön ranmachen und ich muss auch keine Angst haben, wenn der, ich habe nichts, wenn der Hamster hier alles aufgefressen hat und das hier, das benutzt sie übrigens für den Nestbau, auch mitnimmt, dass es dann frisst, dass dann nichts Schlimmes passiert. Es gibt ja auch sehr gerne diese Plastik-Anhänger, aber die finde ich dann doch nicht so gut. Vor allem bei größeren Tieren wie zum Beispiel Meerschweinchen und Kaninchen, wenn die das eben halt mitfressen können, weil die halt bis da ganz oben hinkommen und nicht locker. Na, ist das schön in deinem Häuschen, in deinem Hobbit-Häuschen, ne? Nein, du Prinzessin. Ja, sag mal. Oh, das war ja süß, du. Ja, ich weiß, Kamera. Oh. Die magische Kraft des Mehlwurms. Kann Zelda nicht widerstehen. Oh. Vielen Dank, Leute, dass ihr zugeschaut habt. Nochmal wiederholt, ich konnte jetzt nicht super toll betonen und euch mit meiner Stimme so beglücken wie sonst. Ist halt ein bisschen ruhiger. Plexiglas ist übrigens wieder raus für die Aufnahme. Ich freue mich immer, dass euch meine Gehege-Updates gefallen und ich hätte gerne auch ein neues Keramikhaus vorgestellt, wenn ich denn nicht das Pilzhaus verlost hätte an euch selber, weil das hätte ich auch eigentlich sehr süß gefunden für die Zelda. Es war aber absolut nichts mehr da, alles war ausverkauft. Natürlich stelle ich euch in Produktreviews oder sonstiges sowas sehr gerne vor, wenn ich es denn mal kriege. Und dann würde ich einfach sagen, lasst ein Like da, schaut euch meine weiteren Hamster-Videos an. Ich werde mal unten in der Beschreibung die Kleintiervilla verlinken, sage ich jetzt mal, damit ihr auch wirklich da drauf klickt, weil ich erlebe immer wieder, dass mir Tausende von Zuschauern schreiben, wo hast du das Modell her, wie, wo, was, wie heißt es, wie teuer, alles steht auf Kleintiervilla selber, ihr könnt es euch selbst anfertigen lassen, in euren Wunschmaßen ist alles handgefertigt von Schreinern und sind halt sehr gute Einzelstücke, die da gemacht worden sind, Die Ränder hier, also die Abgrenzung, habe ich alle selber gemacht. Also die sind einfach im Baumarkt zu holen. Noch für weitere Fragen
Das erwähne ich eigentlich immer. Hier ist Twinkies Gehege. Das seht ihr auch noch bald in einem Update, weil ich habe nie ein Hachiko-Update gemacht, weil er halt so scheu war. Aber ihr wisst ja noch nicht, wie Twinkie so drauf ist. Das kriegt ihr alles im Infovideo zu hören. Würde ich mal sagen, danke. Ich sehe das gerade so, hä? Geht's um mich? Danke fürs Zuschauen und hier unten haben wir auch wieder meine Figuren und Co. Zelda verabschiedet sich und dann würde ich mal sagen, bleibt beim nächsten Zelda-Montagsvideo mit dabei.